Anordnung des Hohen Alchemisten Tak befehle ich hiermit, dass dieses terroristische Trainingslager geschlossen werde. Zur Sicherheit der Dilokratie für immer. Hier wurden feindliche Übungsangriffe auf Gorillas und Ratten beobachtet, was nicht toleriert werden kann. Jetzt möchte ich einen Mann vorstellen, der keiner Vorstellung bedarf. Funktioniert das? Hören Sie mich jetzt? Ich danke Urang für die herzliche Begrüßung. Es ist klar zu sehen, wie sich die Insel Yenching durch die fortschrittliche und gutartige Technologie der Ratten und Gorillas bereits verändert hat. Pessimisten sehen nur Zerstörung und Kolonialismus. Ich dagegen sehe neue Schulen in ganz Yenching. Gute Dinschulen und nicht dieses irrsinnige, pseudogeistige Geschwätz vom einen Weg. Im Ernst, Leute! Nieder mit Din! Nieder mit Tak! Das ist unsere Schule und wir wollen sie zurück! Ein Terrorist! Schnappt ihn euch, Jungs! Schon gut. Wir werden die Schule schließen. Das ist jetzt auch egal. Du gibst auf? Einfach so? Ach, was willst du machen? Nimm's nicht so schwer, Junge. Ich hab ein Rendezvous mit einer Flasche Brennnesselwein. Meister ist selbst ein alter Mythos und er trinkt zu viel Brennnesselwein. Su Ling hatte recht. Ich hätte schon längst auf sie hören sollen. Morgen geht die Sonne auf. Über einen Krieger. Aber warum dürfen wir nicht mehr vor dem Dorf spielen? Ich sage doch, es ist zu gefährlich. Deshalb haben wir die Mauer gebaut. Nein, die Gorillas haben die Mauer gebaut, um uns hier einzusperren für immer und ewig. Schlaf jetzt. Vor wem versteckst du dich? Hier stürmt mir gerade schon wieder eine Horde Ratten vorbei. Verdammte Ratten! Was glaubst du, wo die hinwollen? Ich glaube, sie wollen zum Hasenbaum. Ihr Anführer soll sich dort aufhalten. Ihr heißt Tak. Aber sei vorsichtig. Es wimmelt dort nur so von diesen Monstern. Und es ist sehr gefährlich. Ja, Tak ist der Käseklops, den ich suche. Ich bin schon unterwegs zum Hasenbaum. Wo kommst du denn her? Wenn ich das wüsste, es war ganz schön dunkel da drin und gruselig. Wie bist du denn überhaupt reingekommen? Ich weiß noch, dass ich beim Händler einen Dämonentrank gekauft habe. Dann habe ich ihn hier getrunken und sah plötzlich ein magisches Portal. Natürlich war ich neugierig und bin reingegangen. Warum probierst du es nicht auch mal aus? Hey!
vorbei. Bostak, Anordnung. Das für deine Sicherheit. Dieser Wald kahlgeschlagen. Na klar, nur zu meinem Besten. Ja, ja. Sieh mal, Rädchen. Tuck hat einen Riesenfehler gemacht und ich muss mit ihm sprechen. Tuck keine Fehler macht. Nicht sprechen mit dir. Nach Hause gehen, Fellwuschel. Dort ist besser für dich. Hier zu gefährlich. Genau. Versuch doch, mich aufzuhalten, ihr Nagerbubis. Danke, dass du mich gerettet hast. Tuck und seine Gang sind hinter uns her. Kannst du meinen Freunden auch helfen? Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Wer bist du? Ich bin Kay. Aber was machst du denn hier? Er sieht nicht aus wie eine Ratte. Und schon gar nicht wie dieser Trottel von Tuck. Logo, ich bin eine Katze, ihr Dodos. Wozu ist dieses riesige Katapult? Um mit Katzen auf Ratten zu schießen. Ernsthaft, wir wollten das Rattenlager im Wald angreifen, aber... So weit, so gut. Und? Es ist was schiefgegangen. Als Duwu das Katapult überprüfte, löste er es versehentlich aus und wurde weit weggeschleudert. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt oder Schlimmeres. Aber jetzt irrt er irgendwo im Wildschweinwald umher und er hat den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Oh, entschuldige, den Schlüssel zum Rattenlager. Aber wir kommen nicht bis zu Duwu hin, weil es da so gefährlich ist. Es gibt viele tiefe Gruben, die wir nicht überqueren können. Kannst du uns vielleicht helfen? Ich mache alles, um Tuck und seinen Kumpanen das Handwerk zu legen. Was soll ich tun? Du musst dich durch den Wildschweinwald schlagen und Duwu finden. Das ist sehr schwierig. Vielleicht triffst du ja auf eines der zahlreichen Wildschweine, die dort leben. Wenn du auf einem Wildschwein reitest, kommst du schneller hin und auch sicherer. Die kennen sich dort ja aus. Thank you.
Das war aber ein super Sprung. Puh, welch ein Ritt. Bist du Duwu? Huwu und Luwu haben mich geschickt, dich zu suchen. Geht's dir gut? Ja, ich bin okay. Aber jetzt hängen wir beide hier fest. Es gibt keinen Ausweg. Wenn ich nur ein paar Bomben mitgenommen hätte, diese Wand hätte ich damit bestimmt in die Luft gejagt. Du hast es geschafft, mir nach.